hasse diesen Typen. Diese bekloppte Laubbläser hat bis gerade hier keine Ahnung was vor sich her geblasen. Und es musste doch tatsächlich in Strömen regnen, damit er endlich aufhört. Also er hat erst gesagt, nö, ich mach weiter, egal. Und jetzt gerade hat er vor zwei Minuten aufgehört. Oh Mann, das geschieht mir ganz recht. So. Während es immer noch geregnet hat, boom, wird es plötzlich sonnig. Also musste auf jeden Fall wieder irgendwo ein Regenbogen sein. Lena ist natürlich unterwegs. Ich glaube, die kauft auch ein bisschen was ein und sieht hoffentlich auch den Regenbogen. Also hier auf der Seite ist es schon wieder fast so gut wie sonnig. Das tut natürlich den Pflanzen besonders gut. Das Holz hier von der Balustrade dampft. Oh, natürlich ziemlich windig und sehr schauerig wettermäßig. Ja, heute fange ich auf jeden Fall mit dem Training an. Und der Kolibri ist hier wieder sehr aktiv. Ja, gestern Nacht hatte Lien noch hier noch den Fieder neu bestückt. Wow. Genau 6 Mückenstiche habe ich am rechten Arm vom Angelausflug an den See. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, wo die Mückenlarven dann eine Chance haben, denn das ist ja voller kleiner Fische. Na, auf jeden Fall jucken die wie Hulle. Ah, super nervig. So, Lien ist wieder zu Hause. Die Fische habe ich gefüttert, alle happy. Und Fidel, Lien hat mal wieder was gefunden hier. Und zwar Sonnenblumen, die sie gerade einpflanzt. Und hier bei der Bohne, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, kommen die ersten Böhnchen. Also die Pflanze ist, glaube ich, 3-4 Wochen alt und die wächst halt wie Hulle. Aber das ist ja typisch für Bohnen. Ja, es regnet gerade, obwohl die Sonne scheint. Und die Lien hat geguckt, stundenlang, die war auch ziemlich lange unterwegs, nach einem Regenbogen. Aber heute nicht, obwohl die Sonne gescheint hat und es gleichzeitig geregnet hat. Das ist perfekt für dich. Aber gut, manchmal, ne? Ist es halt so. Ja, das war wieder ein Tag, wo gar nichts ging. Immer wieder Regen, immer wieder Sonne. Lien war unterwegs Regenbögen jagen. Und riecht schon wieder super lecker nach Essen. Also heute soll es Gulasch geben. Allerdings ist das Fleischstück hier noch am Stück am Kochen. Also ich weiß nicht, wie das Gulasch geben soll. Aber Lien hat auch Erdbeeren bekommen. Und macht die gerade schön klein, damit sie das einfrieren kann, um später dann Smoothies zu machen. Die sind sehr reif, von daher eigentlich perfekt. Soll sie nicht essen? Ja, und der Sonnenuntergang, der wird eventuell auch nice. Ja, I think so. I think so. So, dass die Lien schon wieder los muss gleich. Ja. So, endlich. Alles ist fertig. Sieht gut aus. Mit natürlich Originalspätzle deutscher Art. Also, auf geht's. Gulasch, wie gewünscht. Ist noch ziemlich lecker, Gulasch. Ich meine, natürlich. Lien hat die Marienkäfer in den Garten entlassen. Ich weiß nicht, ob sie die mit Zuckerwasser und so weiter besprüht hat, aber die hat sie 2 Tage im Kühlschrank gehabt. Und die haben wunderbar überlebt. Und jetzt will sie noch mehr holen. Denn die Sonnenblumen, die sie geholt hat, die sind wohl auch befallen. Naja, vielleicht fahren wir morgen nochmal zum See. Allerdings, boah, mein rechter Arm ist so voller Mückenstiche. Diesmal muss ich irgendwie präventiv was dagegen unternehmen. Ja, Instagram interessanten Post gesehen vom Veit, ein deutscher Kollege in Oregon. Der hat ein Haus verkauft, gekauft. Und seine Freundin, Frau, ich weiß gar nicht genau, der ist nicht mehr so Social Media unterwegs, erwartet. Super nice. Ja, ansonsten nichts Neues. Ziemlich kühl, 16 Grad. Morgen wird es nur 23, 24 Grad, bevor es dann wieder gegen Ende der Woche sehr, sehr warm wird. Also wieder über 30. Oh, ja, ich habe gesehen an allen möglichen Kollegen, auf Facebook, Instagram, die nehmen alle zu.
Nicht alle, aber einige. Und da würde ich auf jeden Fall nicht dazugehören. Deswegen trainieren, mein Gott, ey. Ich weiß nicht, warum ich damit einfach nicht mich mal motivieren kann. Es nervt mich. Ja, ansonsten habe ich noch nichts gehört von Papillon oder dem Kirschbaum-Trocknen-Job in Washington. Wenn ich den bekomme, dann fahre ich auf jeden Fall über Oregon vorbei und besuche da ein paar Leute.